Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Der Spiegel fragt. Mein Name ist Markus Feldenkirchen und ich begrüße Sie wieder live aus dem Homeoffice. Schön, dass Sie dabei sind. Ich rede mit dem bekennenden Porsche-Fahrer und FDP-Chef Christian Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lindner. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, Herr Feldenkirchen, und gerne habe ich das. Ich möchte mit Ihnen darüber reden, was an der aktuellen Krisenpolitik der Regierung ihn eigentlich stört, was ihm nicht schnell genug geht und auch warum ausgerechnet seine Partei nicht davon profitiert, wenn jetzt gerade in großem Stile die Freiheitsrechte eingeschränkt sind. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie man sich in diesen Tagen am besten fit und auch bei Laune hält und was das Leben im Homeoffice so für Spuren hinterlässt. Natürlich freue ich mich auch wieder auf Ihre Fragen auf spiegel.de und auf der Facebook-Seite des Spiegel. Herr Lindner, direkt mal vorab, ich beneide ja wirklich Sie um Ihren frischen Kurzhaarschnitt. Der kann nicht aus der Zeit der Quarantäne stammen. Rasieren Sie sich selbst? Ja, es gibt gute Masken im Fernsehen, die immer noch arbeiten. Also da geht schon was. Allerdings ist es nicht so ein perfekter Schnitt, wie Sie sehen. Aber wir alle haben in diesen Zeiten, glaube ich, andere Sorgen, als zu schauen, ob man jetzt so seinen üblichen Haarschnitt hat. Sie haben es sich auf dem Balkon bequem gemacht. Das ist Ihre Wohnung. Da verbringen Sie die meiste Zeit zurzeit. Ja, genau so ist das. Ich bin eigentlich fast nur im Homeoffice. Mein Leben ist ja sonst stark geprägt durch Veranstaltungen, unzählige Besuche vor Ort in Betrieben, meine Universitätstour, die ich so liebe. All das findet jetzt nicht statt, sondern Politik zu sitzen in dem Moment. Politik machen ist grundsätzlich anders in diesen Zeiten. Aber was vermissen Sie privat, persönlich in diesen stillgelegten Zeiten am meisten? Ich bin Politiker, weil das, was meine private Leidenschaft ist, auch für mich ein beruflicher Inhalt ist, nämlich Begegnung mit Menschen. Also ich liebe es, unterwegs zu sein, und genauso liebe ich es, am Freitagabend mit Freunden hier um die Ecke beim Lieblingsitaliener zu sitzen, die Woche Revue passieren zu lassen und bei einer Pizza und einem Glas Wein über das zu sprechen, was einen gerade bewegt hat oder welche Pläne man hat. Also ich vermisse wirklich den direkten Austausch mit Menschen, den man auch über eine Videoschalte nicht ersetzen kann. Und zwar vom Abendessen mit Freunden über den Besuch bei der Familie. Die Zufallsbegegnung auf dem Bahnsteig, Herr Lindner, was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte, oder die Gespräche im Speisewagen dann, meine Veranstaltungen, diskutieren mit dem Publikum, streiten im Unihörsaal und danach die Leute in den Arm nehmen, zum Selfie machen. Also all das vermisse ich sehr, aber es ist leider gegenwärtig nicht möglich. Dass die Wohnung, aus der Sie uns zugeschaltet sind, beziehungsweise vom Balkon, von Jens Spahn vermietet wird, ist ja inzwischen bundesdeutsches Allgemeinwissen. Wir werden Sie gleich darüber. Sie kennen die Wohnung doch auch. Sie waren doch auch hier bestimmt vielfach zu Gast. Nein, war ich nicht. Ich kenne Sie nicht. Nein. Okay. Wir werden gleich auch darüber reden, was. Weil mancher Spiegeljournalist, dem bin ich hier bei Einladungen von Jens Spahn schon begegnet früher, dachte wirklich? Ich, Sie gehörten auch zu dem Kreis. Dieses Privileg hatte ich nicht. Wir wollen auch gleich darüber reden, was Sie von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister halten. Aber zunächst mal die Frage, wie ist er denn so als Vermieter? Fair. Wenn die Heizung mal ausfällt, schickt er gleich jemanden vorbei? Also es ist in einem ganz guten Zustand, aber wenn etwas ist, dann organisiere ich das und verabrede mich mit ihm dann, wer wie die Kosten trägt. Reden wir über die Krisenpolitik. Sind Sie als Bürger eigentlich auch so froh, in solchen Krisenzeiten von einer großen Koalition regiert zu werden und nicht von irgendeinem wackeligen Konstrukt, wie sagen wir, einer Jamaika-Koalition? Ist Ihr Eindruck, dass gegenwärtig überwiegend sich anhand von parteipolitischen Linien etwa die Krisenpolitik erklären ließe? Mein Eindruck ist das nicht. Ich sehe eher eine staatliche Verantwortungsgemeinschaft, in der Bund und Länder zusammenarbeiten. Übrigens,
tragen Grüne und FDP in den Ländern ja auch Regierungsverantwortung, sind also unmittelbar auch Teil der Exekutive auf der Länderebene, etwa in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein trifft das für die FDP zu. Die Gesetzgebung, die im Bundestag vorgenommen werden musste, dieses Sicherheitsnetz für Wirtschaft und Arbeitsplätze, auch die Veränderungen beim Infektionsschutzgesetz, die Aussetzung der Schuldenbremse, all das konnte die Große Koalition ja mit eigener Mehrheit gar nicht beschließen. Allein schon aufgrund der Fälle von Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der häuslichen Quarantäne an dem Plenarbetrieb nicht teilnehmen konnten. Also insofern sehe ich eher eine staatliche Verantwortungsgemeinschaft von der Kommune über die Länder bis zum Bund, die in diesen Zeiten tatsächlich gute Entscheidungen getroffen hat. Dass mit zunehmender Dauer dieses politischen Ausnahmezustands durch die Pandemie sich auch die Bewertungsunterschiede vergrößern, das ist klar, denn dann kommen grundlegende Überzeugungen zum Tragen und es unterscheiden sich natürlich auch die Einschätzungen der Experten, der Wissenschaftler, aus denen dann ja politische Schlüsse zu ziehen sind. Reden wir über das. Am Mittwoch haben die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin einen Fahrplan vorgelegt, wie in 2 Wochen langsam wir wieder in etwas mehr Normalität zurückfinden können. Jens Spahn hat heute Vormittag auf einer Pressekonferenz gesagt, der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Halten Sie vor diesem Hintergrund, dass der Bundesgesundheitsminister das so darstellt, den Fahrplan zur Lockerung, wie er vorgestern verabschiedet wurde oder beschlossen wurde, für richtig, für sinnvoll? Wir sind nach meiner Auffassung inzwischen weiter. Zu Beginn, als absehbar war, mit was wir es da tatsächlich zu tun haben, gab es ja auch unterschiedliche Einschätzungen. Im Januar und Februar waren die anders als plötzlich Ende Februar und Anfang März. Als es die Einschätzungen gab über die Gefährlichkeit, mindestens das Risikopotenzial, war es richtig, das Land ganz kontrolliert runterzufahren. Das habe ich selber im Bundestag noch vor den Schulschließungen nahegelegt als Anregung. Und jetzt sind wir weiter. Wir sind weiter bei den Kapazitäten im Gesundheitswesen, bei der Schutzausrüstung, wie etwa Masken für Menschen in Heilberufen und das pflegende Personal. Wir sind vor allen Dingen weiter, Sie und ich, wir alle, weil wir viel gelernt haben über Hygiene im Alltag, unser Verhalten verändert haben. Alle so ein wenig inzwischen Hobby-Virologen sind und mitspekulieren. Also niemand unterschätzt nach meinem Eindruck die Gefährlichkeit. Wir sind hoffentlich jetzt bald endlich soweit, auch die Möglichkeiten der Digitalisierung besser zu nutzen. Stichwort App zur Verfolgung von Infektionsketten. Und die aktuellen Zahlen mit der Reproduktionsquote von 0,7 zeigen ja auch tatsächlich, wie sehr sich das Infektionsgeschehen verändert hat. Dies gesagt habend, glaube ich, dass im Bereich des Handels, auch im Bereich der Gastronomie, bei Bildungseinrichtungen mehr möglich ist. Und ich beziehe mich hier auf einen Wissenschaftler der Helmholtz-Gesellschaft. Interessant ist ja, dass die Bundesregierung ihren Fahrplan stützt auf Empfehlungen von Helmholtz, wie Sie wissen. Aber einer der wesentlichen Autoren der Studie, der Professor Krause, hat in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, ihn überzeuge beispielsweise nicht, dass es eine Flächenbeschränkung im Handel gibt oder dass die Gastronomie ausgenommen ist. Denn, so sagt er weiter, es geht nicht um Branchen oder Größen, sondern es geht um Hygieneregeln. Und so sehe ich es auch. Wenn die Hygieneregeln gesichert sind, Masken, Desinfektion, Begrenzung der maximalen Zahl der Menschen pro Quadratmeter in einem Geschäft, dann muss auch kontrolliert unter diesen Bedingungen mehr möglich sein, als die Regierung jetzt nahelegt. Es ist ja, Sie haben es angesprochen, tatsächlich
Einerseits soll unsere Politik auf einer klaren wissenschaftlichen Grundlage stattfinden. Und dann haben wir aber mittlerweile tatsächlich mehrere Virologen und mehrere Einschätzungen im Angebot, was wiederum zu dem Trend führt, dass sich Politiker quasi den Virologen manchmal raussuchen, der am ehesten das befürwortet, was sie politisch gerne wollen. Absolut. Wir hatten das Beispiel, Armin Laschet stützt sich auf den Bonner Virologen Streeck, der aufgrund seiner ersten Studien, die er dort in Gangelt im Kreis Heinsberg gemacht hat, eigentlich eine recht optimistische Botschaft hatte. Da gab es dann viel Kritik dran, dass diese Zwischenbilanz verfrüht ist, auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht hundertprozentig seriös. Wie sehen Sie dieses konkrete Problem, also den Vorwurf auch an Streeck und Laschet, dass hier die Wissenschaft zu politischen Zwecken instrumentalisiert wird? Und Sie haben ja sicherlich auch die Virologen, denen Sie ein wenig lieber zuhören als den anderen. Also im Konkreten handelte es sich ja um eine auch mit entsprechenden Disclaimer versehene Vorabveröffentlichung einer Studie, die aber dann später kommt. Und ein anderer, der Professor Drosten, mit dem ich gestern gesprochen habe, bei der Aufzeichnung einer Sendung von Maybrit Illner, der hat keine Zweifel an der Seriosität der Studie Streeck, sondern hat eher Kommunikationsfragen bemängelt. Mhm. Ich sehe es wie folgt. Wir haben, wie Sie völlig zu Recht sagen, sehr viele unterschiedliche Einschätzungen, weil wir auch nicht über gesichertes Wissen verfügen können. Da kann man der Wissenschaft ja keinen Vorwurf machen, sondern was wir tun müssen, ist offen bleiben für die Veränderung von Einschätzungen. Also was jetzt richtig gilt, muss auch revidiert werden können, wenn sich die Einschätzung der wissenschaftlichen Berater, wenn sich der Forschungsstand verändert. Also insofern keine zu fixe Festlegung, wenn man noch anderen wissenschaftlichen Rat hat. Und das Zweite, um dem zu begegnen, was Sie gesagt haben, dass man sich so aussucht, was man gut findet und was nicht. Es ist ja tatsächlich augenfällig, dass die Regierung, die Leopoldina als nationale Akademie beauftragt mit einem Gutachten. Dann kommt das Gutachten und dann, ich sage mal, überzeugen die Einschätzungen nicht. Und dann ist das plötzlich nicht mehr die Bewertungsgrundlage, wie Frau Merkel zuvor gesagt hat oder die Bundesregierung gesagt hat, sondern kommen ganz andere. Und wie könnte man dieses Problem begrenzen und Vertrauen schaffen? Vielleicht dadurch, dass ein Expertengremium gebildet wird, aus allen den Virologen. Die sind natürlich auch so im wissenschaftlichen Austausch. Wissenschaft funktioniert ja über Kommunikation, aber man könnte die zusammenbringen als eine Kommission, die sich auf ein gemeinsames Urteil, eine gemeinsame Empfehlung für die Politik verständigen sollte, das am besten in einem wöchentlichen Turnus, der dann auch von der Regierung oder den Regierungen wöchentlich angesehen wird, man wöchentlich Konsequenzen ziehen kann. Mir schiene, das wäre auch ein Beitrag, um gewissen Verschwörungstheorien, die im Netz kursieren und der Suche nach oder dem Ausspielen des einen Virologen gegen den anderen, was ja auch in den Medien gelegentlich passiert ist, um dem zu begegnen und die Akzeptanz der Bevölkerung für die Krisenpolitik länger zu erhalten. Mir kommt das, was gerade vor sich geht, so ein bisschen vor wie ein Kampf zwischen zwei sehr prägenden menschlichen Eigenschaften, Vorsicht einerseits und Ungeduld andererseits. Und da fand ich in dem Zusammenhang sehr interessant ein Szenario, was auch von besagter Helmholtz-Gesellschaft in diesen Tagen entworfen wurde. Und da würde mich Ihre Ansicht interessieren. Die sagen nämlich, dass wir statt diesen vorsichtigen Lockerungen jetzt besser nochmal einen kompletten Shutdown für, sagen wir, 4 oder 5 Wochen gemacht hätten, dass das Richtige gewesen wäre. Dann wäre der Virus quasi verschwunden aus Deutschland und man könnte ganz anders anfangen, über Lockerungen nachzudenken und sie auch umzusetzen. Dafür müssten aber wir alle, wir Bürger, aber auch Sie als Politiker, geduldiger sein und noch mehr auf die Wissenschaft hören. Was halten Sie von diesem Szenario? Das klingt ja eigentlich auch verlockend. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja gerade Herrn Professor Krause zitiert, der in einem aktuellen Interview mit dem Tagesspiegel, ebenfalls ja ein Helmholtz-Forscher, einen anderen Akzent setzt, nämlich den Hygieneregeln sind entscheidend
und dann können wir uns diese Begrenzungen bei 800 Quadratmetern sparen. Mhm. Also insofern fällt es mir schwer, einzelne Studien zu beurteilen, wenn ein Teil der Autoren auch öffentlich schon wieder andere Auffassungen vertritt. Verstehen Sie? Das scheint mir dann ein bisschen schwierig zu sein. Deshalb ja gerade mein Vorschlag, die ganzen hochqualifizierten Experten, die nach bestem Wissen und Gewissen ihren, aber eben auch nur vorläufigen individuellen Sachstand und Forschungsstand vortragen, auf eine gemeinsame Position bringen. Das scheint mir sinnvoller zu sein. In der Sache, Sie sagen zwei Positionen, Vorsicht und Ungeduld. Ich nehme einen anderen Bewertungsmaßstab. Mein Bewertungsmaßstab ist das Grundgesetz, in dem ja unsere Freiheiten garantiert sind, die Bürgerrechte gesichert sind, als Abwehrrechte auch gegenüber dem Staat, der sie einschränkt. Aber es muss gelegentlich auch Freiheit eingeschränkt werden, zum Beispiel zur Gefahrenabwehr im gesundheitlichen Bereich, wie das fortwährend jetzt ja passiert. Dann muss man nur fragen, ist die Maßnahme erforderlich, ist sie geeignet und ist sie verhältnismäßig? Und zu Beginn dieser dynamischen Entwicklung der Pandemie war ich habe es eben schon gesagt, bei denen, die auch massive Freiheitseinschränkungen für verhältnismäßig gehalten haben. Ich empfinde jetzt immer noch für verhältnismäßig auch auf längere Zeit Großveranstaltungen nicht zuzulassen. Auch die Kontaktbeschränkung im persönlichen Bereich halte ich noch für verhältnismäßig. Andere Fragen, da glaube ich, sind wir inzwischen weiter und vorbereiteter. Da halte ich Freiheitseinschränkungen in den genannten Bereichen eben nicht mehr für verhältnismäßig. Das ist mein Maßstab. Mhm. Weniger die Frage Ungeduld oder Vorsicht. Das scheint mir ein falscher Gegensatz aus meiner Sicht zu sein, weil diejenigen, die auf eine Lockerung oder Öffnung drängen, die wollen ja nicht auf Gesundheitsschutz verzichten, sondern glauben auch mit gutem Rat aus der Wissenschaft, dass es ein milderes Mittel gibt, mit dem der notwendige Gesundheitsschutz erreichbar ist. Stellen sich ja ganz konkrete Fragen für die Bürgerinnen und Bürger in diesen Tagen. Nachvollziehbarerweise auch die Sommerferien. Frage an Sie, sollte man die verschieben, verkürzen oder einfach so lassen? Sie sind ja auch Sohn eines Oberstudienrates. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem schon darüber geredet haben. Ja. Was soll mit den Sommerferien geschehen? Ja, mein Vater ist unterdessen in der Pension. Aber ich habe mit ihm auch über die konkrete Frage nicht gesprochen. Ich finde den Vorschlag von Wolfgang Schäuble eher nicht unterstützenswert. Wir müssen ja in eine geordnete Normalität irgendwann wieder zurückkehren, eine, sagen wir mal, neue Normalität. Jetzt sind gerade die Schulministerien in den Ländern dabei gewesen, einen Fahrplan zu machen. Unser Schulministerium von Nordrhein-Westfalen etwa, also das FDP-geführte, das hat jetzt einen Fahrplan mit unterschiedlichen Meilensteinen. Da halte ich es eher nicht für sinnvoll, das jetzt wieder umzuwerfen. Und der Eindruck, der entsteht, wir müssen die Sommerferien jetzt verkürzen, weil die Schülerinnen und Schüler oder die Familien jetzt am Ende vielleicht nicht hinreichend viel gearbeitet hätten. Also so scheint mir das mancher in den sozialen Medien verstanden zu haben. Den Eindruck teile ich nicht. An vielen Stellen wird auch Homeschooling gemacht. Meine Nachbarn hier, die schulpflichtige Kinder haben, erzählen mir, dass mancher Lehrer sich ganz besonders viel Mühe jetzt gibt, auch viele Aufgabenpakete zu schnüren und den Klassen zu geben. Also insofern, ich glaube, von daher wird der Vorschlag wenig Widerhall finden. Das ist meine Prognose. Die Kitas bleiben auf absehbare Zeit geschlossen. In den Grundschulen werden zumindest die jüngeren Jahrgänge demnächst auch nicht wieder zur Schule gehen. Was wäre Ihre Forderung? Was kann die Politik für Eltern und Kleinkindern jetzt tun? Zunächst mal ist richtig, dass wir die Schulen nur schrittweise und auch die Bildungseinrichtungen vor der Schulpflicht, Kitas, dass wir das nur schrittweise hochfahren können. Ich glaube, das ist einsehbar. Es hängt allein mit der Tatsache zusammen, dass viele, die in Lehrberufen beschäftigt sind, aufgrund ihres Alters oder der Vorerkrankung gar nicht in den Dienst zurückkehren können. Die kann man nicht in den Dienst, in den Kontakt mit vielen Menschen bringen. Insofern ist auch die Personalsituation in den Bildungseinrichtungen nicht so wie sonst.
Also kann man auch nicht so wie sonst ein Unterrichtsprogramm organisieren. Das geht schon mal gar nicht, weil man größere Abstände einhalten muss. Also insofern, das wird nur schrittweise möglich sein. Ich finde es richtig, dass man mit den älteren Schülerinnen und Schülern beginnt. Da ist das Verständnis für Hygienemaßnahmen größer. Und da sind auch, ich sag mal, ist auch der Zeitdruck, der individuell gefühlt wird, möglicherweise schärfer, weil etwa ein Abschluss ansteht. Das Abitur, der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule, das wird irgendwann ein Thema sein. Insofern muss man es schrittweise angehen. Und zugleich müssen dann die hygienischen Voraussetzungen und die Voraussetzungen im Umgang miteinander verbessert werden. Also Schichtbetrieb, andere Nutzung der Schulräume, Maskenpflicht und anderes mehr. Und wir brauchen, Herr Feldenkirchen, als letzter Aspekt mehr wissenschaftliche Expertise, was das Infektionsgeschehen bei kleinen Kindern und Jugendlichen angeht. Es gibt eine Studie aus Island, es gibt Befunde der Feldstudie aus Heinsberg. Es gibt heute ein Interview in der FAZ von einem Virologen, die alle in aller gebotenen Vorsicht darüber sprechen, dass das Infektionsgeschehen bei kleinen Kindern viel weniger kompliziert ist und angeblich, zumindest gibt es diese Stimmen, ich mache mir das nicht zu eigen, sondern berichte jetzt nur aus der Debatte, die ich auch nur als Leser verfolge, angeblich die Weitergabe des Virus über kleine Kinder geringer mit einer anderen Dynamik erfolgt als etwa bei Erwachsenen. Da ist Forschungsarbeit nötig, jetzt dringend. Und wenn man also jetzt Schulen beginnt, schrittweise zu öffnen, wäre meine Forderung, das zu verbinden, direkt mit Feldstudien vor Ort, mit vielen Tests, um einzugreifen und einen Schritt zurückzugehen oder beziehungsweise und, um Erkenntnisse zu gewinnen, unter welchen Bedingungen vielleicht dann auch der nächste Öffnungsschritt möglich ist. Ich will mit Ihnen noch über eine Berufs- und Personengruppe reden, die zurzeit zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Das sind die Pflegerinnen und Pfleger, quasi die neuen Helden dieser Zeit. Allerdings nüchtern betrachtet auch arme Helden, weil ihre Verdienste zum Teil wirklich beschämend gering sind. Und zweiter Aspekt, die Arbeitsbedingungen auch unwürdig beziehungsweise sehr, sehr unschön sind. Was können Pflegende von Ihrer Partei, von der FDP erwarten, die jetzt zumindest bisher nicht als allergrößter Anwalt dieser Berufsgruppe von sich reden machte? Das ist ein populärer Irrtum, Herr Feldenkirchen, denn es war ein FDP-Gesundheitsminister, der seinerzeit den Branchenmindestlohn in der Pflege überhaupt erst eingeführt hat. Es war nicht ein Sozialdemokrat, nicht die grüne Gesundheitsministerin Andrea Fischer, es war auch nicht ein Gesundheitsminister der Union, sondern ja, genau, der hat den Pflegemindestlohn damals eingeführt. Der allerdings auch nichts an der Situation offenbar geändert hat, die wir heute zu Recht beklagen. Es geht immer besser und mehr, nur wenn Sie schon so die Einleitung gemacht haben, die FDP besonders herauszunehmen, also da haben wir ja eigentlich gar nicht viel zu erwarten, will ich nur sozusagen das uns zurückführen in den Bereich des Common Sense aller Parteien, nicht, dass wir besonders pflegekritisch sind. Sind wir nämlich nicht. Für mich ist das auch ein persönliches Anliegen. Ich habe eine Oma in einer Pflegeeinrichtung und eine meiner Cousinen ist Altenpflegerin. Ich erfahre also bei Familienfeiern durchaus auch unmittelbar aus der Praxis. Also was kann, was muss man tun? Zunächst ist die Situation etwas Unterschied zwischen der Kranken- und der Altenpflege. Wenn man die Tarifentwicklungen in den letzten Jahren sieht, gibt es insbesondere im Bereich der Altenpflege deutlichen Nachholbedarf bei den Tarifabschlüssen. Im Bereich der Krankenpflege, kann ja jeder mal googeln, da hat's wünsche ich immer mehr Lohn, aber da ist die Tarifentwicklung in den letzten Jahren eine andere gewesen. Und wenn wir systemrelevante Jobs nehmen, etwa auch den Lkw-Fahrer, der jetzt hier unsere Versorgung sichert, auch ein harter, anstrengender Beruf, gibt es da schon einen positiven Lohnabstand nach oben zu den Tarifeingruppierungen in der Pflege. Aber das will ich jetzt nicht sage ich nur erklärend, politische Forderung ist. Ich bin total offen für eine Verbesserung der Vergütung im gesamten Bereich der Pflege. Das ist eine Sache von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Arbeitgeber sind in der Regel ja öffentlich-rechtlich, also Länder,
oder auch Gemeinden. Es sind die Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakonie. Wer eine Verbesserung der Pflegeberufe in der Bezahlung fordert, der muss allerdings auch die Mittel dafür bereitstellen, das Geld. Und da sehe ich eine spezielle Aufgabe für die FDP, denn das werden wir nur bezahlen können, wenn die Wirtschaft irgendwann auch wieder wächst, wenn wir Dynamik haben. Ich will zu den Arbeitsbedingungen etwas sagen. Jetzt war es, wie ich finde, unverantwortlich, über lange Zeit die Pflegenden ohne ausreichende Schutzmaterialien in ihren Job zu lassen. Mir hat jemand aus der Praxis Folgendes gesagt, ist nicht mein Zitat, wird ja immer sonst für scharfe Formulierungen kritisiert, deshalb sichere ich mich jetzt mal ab beim Spiegel, sondern das hat mir jemand aus der Praxis gesagt, der formulierte, wir schicken unsere Soldaten ohne Helm in den Schützengraben. So empfand der als Führungskraft im Bereich Pflege die Situation im Alltag. Die hat sich jetzt verbessert, aber es darf sich so nicht wiederholen. Beim staatlichen Katastrophenschutz müssen wir andere Vorräte anlegen, etwa was Masken angeht. Und der letzte Aspekt zu den Arbeitsbedingungen, auch Praxisbericht. Es gibt enorm viel Dokumentationsaufwand, enorm viel Papierkrieg also, der Zeit frisst, die eigentlich der Zuwendung zu Menschen zuteil werden sollte. Und deshalb wird es Sie nicht überraschen. Ich würde gerne sehen, dass Deutschland sich ein Vorbild nimmt an den Ländern, die auch im Medizin- und im pflegerischen Bereich bei der Digitalisierung ganz vorne sind. Das hat praktischen Nutzen. Wenn man, darf ich den einen Satz noch sagen, weil es vielleicht interessant ist. Wenn du nachts am Bett stehst, machst eine Wundversorgung beispielsweise und dokumentierst das mit Foto, mit Audiodatei und so weiter, und dann wird das eingetragen in der digitalen Patientenakte auf dem Tablet. Am nächsten Morgen kommt jemand und übernimmt das und weiß dann schon, was passiert ist, hat auch Fotos, weiß vorher, nachher und so weiter. Das spart nicht nur Zeit, sondern das sichert auch Qualität. Es verbessert die pflegerische Qualität. Heute ist die Praxis oft so, Herr Feldenkirchen, dass nachts das Stammpersonal tätig ist in der Einrichtung und dass dann mit, auf Papier mit Bleistift eine Eintragung gemacht wird. Und nicht selten kommt am nächsten Tag dann der Tagesdienst. Und das sind Menschen, die in Zeitarbeit beschäftigt sind, also auch gar nicht dauerhaft in dem betrieblichen Alltag drin sind, die dann vielleicht gar nicht persönlich kennen, wer war das nachts, die Schrift nicht lesen können und so weiter. Das sind so konkrete Alltagsprobleme. Da könnten wir die Qualität der pflegerischen Versorgung und die Arbeitsbedingungen, Stichwort Zeitersparnis, gleichzeitig verbessern. Warum haben wir das nicht in Deutschland? Eines der vielen Defizite der Digitalisierung, die wir beklagen müssen. Mhm. Sie haben selbst auf Ihren bisweilen vorhandenen Hang zu schärferen Aussagen hingewiesen. Ich erlebe Sie tatsächlich auch in dieser Krise überwiegend so bedächtig wie lange nicht mehr. So geht es sicherlich vielen Bürgern auch. Dennoch, Herr Lindner, Sie kennen die Not von Journalisten. Sie hatten selbst mal eine PR-Agentur. Sie kennen Journalisten beruflich. Mit manchen waren Sie sogar liiert. Es ist ein hartes Geschäft. Der Nachrichtendruck ist immens. Sie werden verstehen, dass ich Sie hier aus diesem Gespräch nicht rauslassen kann, ohne eine Schlagzeile zu generieren. Am besten was für die Nachrichtenagenturen. Irgendwas, das fetzt. Ich will es Ihnen auch leicht machen und schlage. Ich hätte aber sonst einen Vorschlag, aber ist egal. Okay, vielleicht kommen Sie darauf zurück. Ich wollte es insofern leicht machen, als wir hier so die klassischen Bausteine einer Nachricht mal vorbereitet haben, wo wir vielleicht jetzt eine schöne Schlagzeile zusammenpuzzeln können. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Nee, ich kann es leider jetzt schwer sehen. Ich will nur sicherheitshalber sagen, wir haben noch den Punkt eben, warum profitiert die FDP nicht von der Krise? Den haben Sie eben so angesprochen. Nee, der kommt auch noch. Wir müssen zwischendurch die Nachricht finden. Also in unserer hier sind ein paar Bausteine einfach als Angebot. Sie können auch gerne was anderes nehmen. Es sollte losgehen, das steht da oben links schon mal. FDP-Chef Lindner, ist klar, das sind Sie. Mhm. Jetzt so die klassischen Vokabeln, einer scharfen Nachricht. Da kann man verlangt, warnt, fordert, kritisiert nehmen. Dann braucht es natürlich einen Adressat. Ich jetzt hier oder mal regt an. Regt an, würde ich sagen. Ja, das ist können wir sagen, regt an? Der neue Lindner. Regt an. Nee, das ist nicht der neue Lindner. Regt an. Sondern vielleicht muss man manche Schablone auch mal kritisch einer Überprüfung unterziehen. Aber egal. Also FDP-Chef Lindner, regt an. Wir puzzeln ja noch. Ein Adressat wäre schön. Bundesregierung ist ein bisschen langweilig. Wir hätten Angela Merkel, Markus Söder.
den vorsichtigsten aller Ministerpräsidenten in dieser Zeit, Olaf Scholz, im Angebot. Oder natürlich Ihr Lieblingsgegner, die Grünen, ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil gegen die geht es immer. Schönes Adjektiv hätten wir: verheerend, unverantwortlich, chaotisch oder skandalös im Angebot. Und dann klassische Sachen, was Sie so machen können als FDP-Chef: Verfassungsklage einreichen, Rücktritt fordern, ist natürlich immer dann die schärfste Nachricht, Sofortmaßnahmen einfordern. Also meinen Sie, wir kriegen hier aus dem Angebot was zusammen? Nee, aber das sind auch nicht die üblichen Vokabeln, derer ich mich so bediene. Also das ist in der Tat der Setzkasten einer Nachricht. Ne? Ja. Also, wir wollten das jetzt mal anschaulich machen, aber mit Ihnen auch dran arbeiten. Diese Nachrichtenredakteure, die ich bewundere, du gibst, also ich, aus der Praxis für Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Perspektive, du gibst ein Interview und danach wird aus dem Interview auch von anderen Journalisten teilweise, als die, die es geführt haben, so eine Nachrichtenfassung gemacht. Und dann ich stelle mir das so vor, dann sucht man den Punkt, also was wäre denn mal ein harter Spin, und dann wird das so zusammengebaut und ist oft dann gar nicht so die Intention, die man hat, mindestens nicht so der Tastendruck, den man eigentlich anschlagen wollte, sondern manchmal ist es ein tieferes Register. So, also, aber Herr Lindner, genau deshalb wollen wir es ja jetzt mal transparent machen, anders machen, damit wir nicht später bescheren können, was wir daraus machen. Ja. FDP-Chef Lindner kritisiert Bund und Länder für zu späte Evaluation der gerade beschlossenen Maßnahmen. Angesichts der gesunkenen Zahl von Neuinfektionen hält der Vorsitzende der oppositionellen FDP ein nächstes Treffen erst am 30. April für zu spät. Zitat: da das Infektionsgeschehen und unsere Vorbereitungen sich so deutlich verändern, sollte auch auf einer wöchentlichen Basis die Tiefe der Freiheitseinschränkungen evaluiert werden. Zitat Ende. Wahnsinn, Sie brauchen diesen Generator ja gar nicht. Ich habe jetzt versucht mitzuschreiben, aber das ging natürlich alles viel zu schnell. Vielleicht können wir da doch, das ist immer hilfreich, noch ein wenig verschärfen oder beziehungsweise präzisieren. Die zu späte Evaluation, ich weiß nicht, ob da, können wir das noch anders formulieren? Ja, so spreche ich eben. Überprüfung, ja. So, und jetzt Bund und Länder. Können wir das noch konkretisieren? Weil Sie wissen auch, greift Angela Merkel an, kommt besser, ne, im Nachrichtengeschäft. Ja, aber ist in dem Fall unseriös mit. Herr Lindner, ich glaube, Sie haben ein WLAN-Problem. Vielleicht müssten Sie doch nochmal in Ihre Wohnung zurückgehen. Herr Lindner? Ich suche ja schon bei dem, was ich sage, hätte schon Herr Feldenkirchen. Herr Lindner, ich glaube, Sie haben ein WLAN-Problem gerade. Kann das sein? Ja, ich. Herr Feldenkirchen, sind Sie noch da? Jetzt höre ich Sie wieder. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, Sie haben ein WLAN-Problem. Kann das sein? Nee, ich bin im Mobilfunknetz. Ach so, okay. Es war tatsächlich kurz weg. Ich hatte Sie gefragt, ob man die Sache mit Bund und Ländern konkreter machen könnte. Und da wollten Sie gerade antworten, aber da verließen Sie uns. Ja, weil Sie sagten dann Angela Merkel, und da hatte ich noch erwidert, dass es ja schon seriös bleiben muss. Bei aller Schärfe muss man immer, meine ich, noch Fußnoten an eine Forderung machen können, wenn man da mal dran rüttelt und fragt, was bedeutet das? Und es sind eben Bund und Länder da zuständig. Also ja. Sie brauchen eine Nachricht. Tja, das ist so spontan dann immer schwierig, wenn es seriös sein soll. Ne? Ja, naja, wir nehmen tut mal das. Tut mir leid.
Ja, wir nehmen mal, Sie haben ja einen Vorschlag gemacht, wir probieren es mal damit. Vielen Dank dafür. Ich fürchte allerdings, dass ich das auch schon mal gesagt habe, ja. So ähnlich. Ja, dann geht es natürlich nicht. Ja, ja. Ja. Wir kriegen bestimmt noch im Laufe des Gesprächs was hin. Ich verspreche es. Ja, Sie wollten ja auch unbedingt über die aktuelle Situation Ihrer Partei reden. Den Gefallen tue ich Ihnen gerne. Kann da nicht mit guten Nachrichten jetzt erstmal aufwarten. Sie haben es wahrscheinlich selbst gesehen, dass doch seriöse Institut Infratest DIMAP sieht die FDP aktuell bei 5%. Das ist ja, Herr Lindner, in etwa das Niveau, bei dem Sie die FDP im Jahr 2013 übernommen haben. Kann man sagen, all das, was seit 2013 vor allem auch von Ihnen mühselig aufgebaut wurden, Sie jetzt in den letzten, sagen wir, 1,5 Jahren irgendwie wieder kaputt gemacht haben? Nein. Naja, die Werte von 2013 sind ähnlich und beim Image gibt es auch ein paar Probleme. Können wir gerne drüber reden. Ja, das sind die Probleme, die Sie gern gleich durchgehen mögen gerne. Also zunächst mal zur Lage. Wenn man über die FDP spricht, dann sollte man auch von der Gesamtlage nicht schweigen. Wie ist denn gerade die Situation bei Grünen, bei Linkspartei, also bei den Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag? Also zu einer ehrlichen Analyse, wenn Sie das mit 2013 vergleichen, wie jetzt die Situation im April 2020 ist. Also da gehört zu einer vollständigen Analyse schon das Umfeld dazu. Wir haben eine Partei mehr. Ja, wir haben ein Umfeld, in dem die gesamte politische Diskussion sich fokussiert auf die Regierung, weil wir eine Krise haben. Die Menschen sich ebenfalls fokussieren und ihre Erwartungen richten gegen die Regierung und auch ihre Hoffnung auf die Regierung projizieren. Und die Zahlen der Institute sind ja eindeutig, dass in so einer Situation alle Oppositionsparteien an die Regierungsparteien verlieren. Aber das ist nicht eine Messung für die politische Landschaft, von der ich glaube, dass sie in dieser Weise auf Dauer sein wird. Natürlich wird die politische Landschaft sich verändert haben durch und nach Corona, das ist völlig klar. Aber so wie wir es jetzt sehen, also ich glaube, da würden auch Sie selbst nicht sagen, dass das auf Dauer so bleibt. Das glaube ich nicht. Die jetzige Zeit ist natürlich dadurch geprägt, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Wir haben schon drüber gesprochen. Unternehmer und Vermieter schwere wirtschaftliche Nachteile erleiden, aber nicht nur die. Da drängt sich schon die Frage auf, warum die Oppositionspartei FDP trotzdem, sagen wir, in den Umfragen diese Werte erlangt, wie ich sie eben zitiert habe. Nun, wie ich sage, die ganz große Zahl der Menschen orientiert sich jetzt auf die Regierung und erwartet mit Spannung, welche Entscheidung getroffen wird, welcher Einfluss für das eigene Leben damit verbunden ist. Und dann kommt was Zweites hinzu. Also ich selber sorge mich um meine beiden Omas, die über 90 sind. Mhm. Und mich macht auch betroffen, was ich für Mails von Leuten bekomme, weil mit denen ich auch telefoniere, die um ihre Existenz fürchten. Und vor dem Hintergrund, muss ich Ihnen ehrlich sagen, denke ich relativ wenig über die aktuellen Umfragen der FDP nach. Ich vermute, dass die ganz große Zahl der Menschen ebenfalls eher in Sorge ist um die Gesundheit der Familie oder um die eigene und um vielleicht wirtschaftliche Existenz bangt, um sie kämpft und dass die sich nicht jeden Tag die Frage danach stellen, Moment, wen wähle ich eigentlich im September 2021? Das ist Ihre Hoffnung. Ist mein Eindruck, ja. Positiv betrachtet kann man natürlich auch sagen, durch Corona wird gar nicht mehr das besprochen, was Ihr Parteikollege Herr Kemmerich da vor gerade mal 2 Monaten in Thüringen gemacht hat, sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Können Sie uns nochmal erklären, warum haben Sie überhaupt zugelassen, dass er zu dieser Wahl antritt und warum konnten Sie nicht verhindern, dass er die Wahl tatsächlich annahm? Weil das überhaupt gar nicht in meiner Macht steht. Beides nicht.
unter Parteifreunden kann man ja reden und versuchen auch als Bundesvorsitzender seinen Einfluss geltend zu machen. Ja, aber um das mal festzuhalten, nach 1949 hat sich der Staat des Grundgesetzes bei den Parteien gegen das Führerprinzip entschieden und für die innerparteiliche Demokratie. Abgeordnete, Fraktionen, Landesverbände sind in gar keiner Weise, null, an die Weisungen aus Berlin gebunden. Null. Und jetzt in der konkreten Situation, für uns ist seit vielen Jahren schon klar, dass es keine Kooperation mit der AfD gegeben hat. Im Vorfeld der Entscheidung in Thüringen hatte ich in der Frage im Gespräch mit Herrn Kemmerich auch sichergestellt, dass wir das gemeinsam weiter so sehen. Mhm. Aber Herr Kemmerich hatte eben eine andere Einschätzung über das Verhalten der AfD im dritten Wahlgang. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte mir noch eine SMS geschickt. Die AfD könnte schwenken im dritten Wahlgang. Diese SMS habe ich an Herrn Kemmerich auch weitergeleitet mit der Frage, wie ist die Einschätzung? Die Einschätzung war, nein, sehen wir nicht. Herr Lindner, darf ich kurz unterbrechen? Sie haben Ihre Kamera, glaube ich, ausgemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe die Kamera unverändert an. Mhm. Aber Sie sind... Jetzt sehen wir Sie auch wieder. Ja, komisch. Also okay. Ich weiß es nicht. So, und Herr Kemmerich hat eine andere Einschätzung. Interessant ist übrigens, dass Frau Kramp-Karrenbauer sich nicht an ihre eigenen CDU-Kollegen gewendet hat, der Fraktion, sondern an mich, bezogen auf Herrn Kemmerich. Sie hat ja auch den CDU-Kollegen sagen können, wählt Herrn Kemmerich nicht, sondern sie hat sich an mich gewendet, sorgt dafür, dass er nicht kandidiert. Aber das ist ja insofern Schnee von gestern, weil der Zustand dann kam und die Einschätzung der AfD heute eine andere ist als damals, also hinsichtlich der Verschlagenheit auch in den Verfahren. Und ich finde, dass der Ministerpräsident von Thüringen, Herr Ramelow, dafür in seiner ersten Regierungserklärung angemessenere Worte gefunden hat als mancher Beobachter außerhalb des politischen Betriebs. Er hat nämlich über Herrn Kemmerich gesagt, da sei ein aufrechter Demokrat in die Falle der AfD gegangen. Und das ist etwas anderes als Ihre Einleitung, denn Sie sprachen ja gerade davon, dort hat sich Herr Kemmerich von der AfD wählen lassen. Und das könnte man ja interpretieren, als es gab die Absicht, mit Stimmen der AfD ein Staatsamt zu erlangen. Und da sagt selbst Herr Ramelow, nein, hier handelte es sich um eine Falle der AfD und das wurde beendet. Spätestens in dem Moment, als er merkte, oh, ich habe tatsächlich die Mehrheit, hätte er nun merken können, von wem er da gewählt wurde. Aber klar, das ist nochmal was anderes. Da stimme ich Ihnen zu. Und würde Herr Kemmerich in diese Situation noch mal neu kommen, dann würde er mit Sicherheit die Wahl nicht annehmen. Wir bringen noch mal kurz ein wenig Tempo rein durch ein paar schnelle Fragen bzw. Satzergänzungen. Ich beginne einen Satz und Sie versuchen ihn möglichst sinnvoll zu beenden. Bereit? Bereit. Seit ich Besitzer eines Jagdscheins bin, hat sich mein Leben... Nicht wesentlich verändert, aber ich bin öfter draußen in der Natur, einfach nur, um den Sonnenaufgang im Wald zu beobachten. Wie viele Tiere haben Sie schon erlegt? Nicht so viele, weil für mich hat die Jagd nichts zu tun mit allein schon dem zur Strecke bringen eines Tiers, wobei es eine natürliche Form der Nahrungsmittelproduktion ist. Für mich ist das eine Frage einfach einer... des Naturschutzes und des Naturerlebnisses. Ich bin eben gerne draußen. Ich mag die Natur. Die Olive hier hinter mir, die habe ich überwintert hier. Ich mache gerade den Angelschein. Ich hätte gerne einen Garten, wo ich Tomaten anpflanze. Also ich bin einfach gerne draußen, beschäftige mich gerne mit Natur, mag das sehr gerne. Zweite Frage oder zweiter Satz. Wenn mir Menschen Populismus vorwerfen, verharmlosen Sie damit Populismus. Als Friedrich Merz daheim im Sauerland in Corona-Quarantäne steckte, habe ich ihm gute Besserung gewünscht. Mein viel zitiertes Lebensmotto aus dem Jahr 1997, Probleme sind nur dornige Chancen, halte ich inzwischen für bestätigt. Denn alles andere wäre ja wohl sehr pessimistisch. Der größte Moment meiner politischen Laufbahn? Kommt noch.
Wenn ich eine Fehlentscheidung in meinem Leben rückgängig machen könnte, dann wäre das? Oh. Da gibt es viele politische Entscheidungen, die ich im Nachhinein rückgängig machen würde. Wobei ich meistens aus denen auch etwas gelernt habe. Schwierig ist aber, die öffentlich zu benennen, weil so meine Lebenserfahrung ist, du sagst etwas sehr offen und mit ehrlichen Motiven und daraus wird dann die Agenturmeldung, obwohl du eigentlich das Thema nicht nochmal aufgreifen wolltest. Das ist eben so. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen eine Agenturmeldung und ausgerechnet eine so nach hinten gerichtete will ich jetzt nicht präsentieren. Na gut, probier's. Tut mir leid. Mal. Die Feinripp-Unterhemden aus den 2017er Werbespots habe ich in der Zwischenzeit? Öfter schon als Fake News der Medien bezeichnet, ja. Robert Habeck. War nämlich nicht so. Das sind so Sachen, die halten sich. Das war einfach mein T-Shirt, mit dem ich joggen war. Und daraus wird Feinripp-Unterwäsche gemacht. Bis heute gibt es noch Journalisten, die in Interviews behaupten, es habe Plakate damit gegeben. Dabei war das ein Bild, das nur... Es gab Videos. Eine Zehntelsekunde in einem Spot mit 600 Bildern zu sehen. Und es war ganz offensichtlich ein Sportoutfit. Und es war nicht Feinripp-Unterwäsche auf Plakaten. Aber sowas wird daraus gemacht. Das sind so Framings, die bleiben und die oft gar nicht geprüft werden. Gehen wir weiter. Robert Habeck beneide ich insgeheim um? Ich bin generell neidfrei. Ich halte Neid auch für eine schlechte Charaktereigenschaft. Und wenn, dann motivieren mich Dinge. Ne? Und, zuletzt, die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP bei den nächsten Bundestagswahlen doch noch vor den Grünen landet, sehe ich bei? Oh. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Da bräuchte ich mehr Vorlaufzeit, um darauf was Sinnvolles zu sagen. Denn Sie haben ja gebeten um sinnvolle Satzergänzungen. Ja. Zu der Frage nach dem größten Moment Ihrer politischen Karriere haben Sie gesagt, der kommt noch. Wie stellen Sie sich den in etwa in Ihren Träumen vor? Es handelt sich da nicht um Träume, sondern um politische Ziele. Ich will natürlich als Vorsitzender der FDP meine Partei aus der Oppositionsrolle in eine Regierungsverantwortung, auch im Bund, führen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen 2017 eine Regierung gebildet. Ich sehe mit viel Freude, was die da an tollen Sachen auch jetzt umsetzen, CDU und FDP. Und selbstverständlich muss und ist mein Ziel als Vorsitzender meiner Partei, dass wir auch im Bund unsere Ideen umsetzen können. Und die Zeit ist dafür gekommen. Die Defizite bei der Digitalisierung, die wir über Jahre beklagt haben, sind bei Bildung im Gesundheitswesen jetzt ganz offensichtlich. Die Frage danach, wie wir eigentlich unser Leben finanzieren durch eine intakte wirtschaftliche Grundlage, nun, die hat auch an Aktualität gewonnen. Und nicht zuletzt der Umgang mit Freiheiten und der Einschränkung der Freiheit, auch das ist eine sehr aktuelle Frage geworden, die man auch hinsichtlich der politischen Mentalität prüfen muss. Es gibt heute ein Interview mit dem Philosophen Merkel in einer Zeitung, der sagt, er beobachte, dass in Deutschland gegenwärtig Zweifel an der Freiheitseinschränkung in einer Art moralischer Bewegung sozusagen unterdrückt werden. Man darf das noch nicht mal äußern, sagt er, weil das sofort moralisch diskreditiert wird. In meinen Worten, das Interview von ihm jetzt kurz zusammengefasst. Und das ist eine spannende Debatte, wo ich glaube, dass die FDP sich auch mit diesen Wertfragen beschäftigen muss in der nächsten Zukunft. Herr Lindner, ich habe ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer animiert, auch Fragen zu stellen. Hier ist eine Frage von Philipp Scheck. Warum rufen aktienbasierte Unternehmen nach Staatshilfe, sollten da nicht Aktionäre in die Bresche springen? Die Eigentümer,
also die Frage, wer Eigentümer ist, finde ich nicht so überzeugend. Also die Rechtsform, ist es jetzt eine börsennotierte Aktiengesellschaft oder ist es ein Handwerksbetrieb, der einem Individuum gehört, ist für mich nicht entscheidend für die Frage, ob es Hilfe gibt, sondern schlicht jetzt eine Ausnahmesituation, wo wir Zahlungsunfähigkeit verhindern wollen. Aber in der Frage liegt ein Kern, den ich interessant finde, weil an manchen Stellen der Eindruck erweckt wird, es würde Geld verschenkt werden, von denen dann zum Beispiel Aktionäre profitieren. Und den Gedanken finde ich tatsächlich richtig, das zu prüfen. Ich hätte deshalb ein anderes Instrument auch vorgeschlagen, nämlich eine Lösung über die Finanzämter, die quasi Verluste, die jetzt zu erwarten sind, steuerlich vorwegnehmend eine Überweisung machen, die dann später bei der tatsächlichen Steuererklärung geprüft werden kann. Da hätte man im Nachhinein noch eine präzise Abrechnung, wie viel Hilfe war tatsächlich nötig, wie viel Gewinn ist am Ende doch gemacht worden. Es gibt von den Usern auffällig viel Kritik an ihrer Parteikollegin, der NRW-Bildungsministerin Gebauer. Bezieht sich offenbar auch darauf, dort möglichst schnell wieder in den Schulbetrieb zu finden. Hier schreibt Nikolas Kersten, sie macht einen gewaltigen Fehler. Ich gehe lieber zu IKEA als in die Schule, weil bei IKEA die Sicherheitsvorkehrungen besser sind. Eine andere Kritik bezieht sich darauf, dass die Digitalisierung in den Schulen in Nordrhein-Westfalen noch nicht wirklich vorangekommen sei und auch dort kaum PCs vorhanden seien. Was sagen Sie zu dieser Kritik an Ihrer Kollegin? Zum einen, in der nächsten Woche handelt es sich ja um ein Angebot auf der Basis von Freiwilligkeit. Das heißt, die Abiturientinnen und Abiturienten, die jetzt in der Vorbereitung auf ihre Prüfung sind, in Nordrhein-Westfalen sind die Prüfungen viel früher als beispielsweise in Bayern, die bekommen das Angebot in der Schule mit entsprechendem Gesundheitsschutz und Hygienemaßnahmen, sich vorbereiten zu können. Wer sich lieber zu Hause vorbereiten will, aus Gesundheitsgründen und Befürchtungen oder weil es der eigenen Arbeitsweise entspricht, der muss ja nicht kommen. Darüber hinaus ist tatsächlich richtig, dass der Schulbetrieb, so wie er im Februar noch war, jetzt nicht wieder aufgenommen werden kann. Das will aber ja auch niemand, sondern es geht um eine Herangehensweise, die von Veränderungen bei der Hygiene über räumlichen Abstand, beispielsweise kann man ja auch Klassen trennen, räumlich dann an zwei Stellen unterrichten oder zeitversetzt mit größerem Abstand, die Lehrkräfte mit gesundheitlichen Vorerkrankungen und Risiken werden nicht in den Dienst jetzt sofort zurückkehren. Also unter bestimmten Bedingungen ist es jetzt möglich und verantwortbar, den Schulbetrieb in der nächsten Zeit wieder hochzufahren. Und die Frage zeigt jetzt eine Ausnahmesituation. Grundsätzlich, es betrifft nicht nur die Schule. Und das will ich aus dem Anlass sagen. Es ist sehr leicht für die Politik, wie Herr Söder das gemacht hat, maximale Einschränkungen von der Freiheit zu beschließen, mit der Begründung, sonst gibt es Tote. Sehr viel schwieriger ist es, wieder zu öffnen, solange es keinen Impfstoff gibt. Dahinter steckt eine ganz große Befürchtung der Politik, der Entscheider, nämlich zu sagen, wenn wir jetzt einen Schritt öffnen, danach wird jeder mögliche Tote in Verbindung gebracht mit der Öffnungsentscheidung. Also hättet ihr nicht geöffnet, hättet ihr noch gewartet, dann wäre es zu diesen und jenen Toten nicht gekommen. Vor der Debatte fürchtet sich jeder Politiker. Und deshalb ist es so enorm schwierig, einen Schritt rauszugehen aus diesem Lockdown, solange es keinen Impfstoff gibt. Aber wir müssen Schritte gehen, weil es zu lange dauert, auf den Impfstoff zu warten. Danach würden wir unser Land nicht erkennen. Und im Übrigen ist ja nicht nur Corona eine gesundheitliche Gefahr, sondern der Stillstand in Krankenhäusern bei anderen Behandlungen, die geschlossenen Reha-Einrichtungen. Auch das sind gesundheitliche Risiken. Depressionen aufgrund der Angst vor dem Verlust des Jobs oder der wirtschaftlichen Existenz. Auch das sind gesundheitliche Belastungsfaktoren. Also ich verstehe alle, die zögerlich oder vorsichtig sind, wie man immer das nennt. Es erfordert eben jetzt sehr viel Mut, auch Schritte rauszugehen, weil sehr viel Angst im Spiel ist, auch davor, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden. Gefällt sich Markus Söder Ihrer Ansicht nach zurzeit ein bisschen zu sehr in der Rolle des strengen Zuchtmeisters?
Nein, in Bayern ist ja das Infektionsgeschehen ein anderes als an anderen Stellen im Land aufgrund der Nähe zu Österreich beziehungsweise Transit aus Italien. Wenn man sich die Infektionszahlen ansieht, die sind in Bayern auch nicht so wie in Mecklenburg-Vorpommern. Also muss man regional auch differenziert darauf antworten. Dann soll man nur in Bayern getroffene Entscheidungen nicht für alle verbindlich machen. Ich nenne ein Beispiel. Mich hat nicht überzeugt, dass in Bayern und bundesweit Autohäuser geöffnet werden können, aber Möbelhäuser nicht. Warum Möbelhäuser nicht? Da kann man ja sagen, ihr dürft euch jetzt hier nicht ins Bett legen, bitte zieht Handschuhe an, wir desinfizieren, tragt Masken. Dann kann man genauso ein Möbelhaus öffnen. Genau das passiert übrigens auch in Nordrhein-Westfalen. Ich hätte einen Erklärungsversuch, Herr Lindner. Ich glaube einfach, dass die Automobilindustrie einfach einen sehr viel größeren Lobbydruck in Deutschland ausüben kann als die Möbelhausindustrie. Das glaube ich nicht, weil zum einen in bestimmten Ländern wir richtige Möbelcluster haben und Herr Lindner. Also entweder ist das Mobilfunknetz dort bei Herrn Lindner doch nicht so gut, wie er es uns eben dargestellt hat, oder sein Akku ist leer. Jedenfalls höre ich ihn und sehe ich ihn nicht mehr. Sollte er später nochmal auftauchen, werde ich mich freundlich für dieses Gespräch mit ihm bedanken. Eine Stunde mit Christian Lindner über die aktuelle Krise, das, was er an der Bundesrepublik kritisiert, aber eben auch auffällig viel, was er hier unterstützt. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse, für Ihre Zeit. Am Montag sind meine Kollegen an dieser Stelle wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht.